Ja, hallo und herzlich willkommen zu den Spieler-News für die KW24. Nach einer Woche Pause sind sie wieder zurück. Letztes Wochenende war ja das Beeple-Wochenende. Und was ich da alles gespielt habe, das habe ich ja schon im Video euch kurz erzählt. Für die, die es noch nicht gesehen haben, packe ich ja nochmal oben in das i, da könnt ihr nochmal reinschauen. Ja, ist so eine halbe Stunde auf jeden Fall. Da erzähle ich über alles, was ich dort eben gespielt habe. Und ja, ansonsten, nein, ich habe nicht irgendwie den Sättigungsfilter falsch eingestellt. Ich habe ganz einfach hier ein bisschen Sonnenbrand oben auf der Stirn. War ganz einfach schönes Wetter gestern gewesen im Freibad und ja, ein bisschen zu viel Sonne getankt und ja, da passiert sowas, egal. War auf jeden Fall schön gewesen. Und ja, los geht's dann jetzt auch mit erstmal in eigener Sache und da möchte ich erstmal ganz kurz zwei Dankeschöns loswerden und zwar an jeweils Leute, die mich jetzt monatlich mit einem kleinen Beitrag unterstützen. Und Nummer eins ist Michael. Vielen Dank, Michael. Er unterstützt mich auf Patreon. Und dann auch noch die Tanja, vielen Dank an dich, du unterstützt mich jetzt eben auf Steady. Und ja genau, ich habe es mal kurz ein bisschen gepostet in den sozialen Netzwerken, ich bin jetzt auch auf Steady, also quasi so eine Art, schon auch Patreon, aber eben wo man mit Euros hantiert und glaube ich auch sogar Bankeinzug machen kann, also nicht irgendwie mit Kreditkarte dort unterwegs ist. Und dort habe ich die Kampagne auch ein bisschen anders aufgestrickt, es gibt jetzt irgendwie kein großes Ziel, keine Summe, die man erreichen soll, und sondern einfach nur irgendwie bestimmte Unterstützungslevel. Und die Patreon-Kampagne werde ich auch nochmal dahingehend anpassen. Da bekommt ihr je nach Unterstützungslevel ganz einfach irgendwie eine kleine Überraschung oder beziehungsweise auch eine Auswahl aus meiner Promokiste, wo ich eben viele Promos drin habe, könnt ihr euch dann eben auch was raussuchen. Und ich packe nochmal den Link zu beiden Kampagnen in die Videobeschreibung, ist jetzt generell immer mit unten drinne. Wenn ihr mich dort unterstützen wollt, würde ich mich ganz einfach freuen darüber und ja, möchte gar nicht jetzt groß weiter da um den heißen Brei dort weiter drumherum reden. Los geht's dann jetzt direkt mit den Kickstarter-News. Und bei Kickstarter, da möchte ich euch nochmal kurz auf eine Kampagne hinweisen. Hatte ich vor kurzem schon erwähnt, nur jetzt ist sie gestartet. Die Rede ist von Schrecken der Meere bzw. Shiver Me Timbers, wie es auf Englisch heißt und eben auch unter Kickstarter so zu finden ist. Das war dieses Open-World-Piratenspiel, wo ihr quasi da mit dem Piratenschiff dort unterwegs seid und in dieser Open-World dort verschiedene Aufgaben erledigen könnt. Und das Ganze ist jetzt auf Kickstarter gestartet. 65 Euro kostet dort ein Pledge und das Ganze kommt eben aus Deutschland, ist ein deutscher Verlag, ein Kleinverlag oder beziehungsweise Eigenverlag, der eben da dahinter steht. Und im August 2020 soll es ausgeliefert werden. Bis zum 17.06. könnt ihr dort noch mitmachen. Es fehlt auch noch ein bisschen was, also wenn euch das interessiert, schaut euch das mal näher an, dass das Ganze auch realisiert werden kann. Link dazu packe ich in die Videobeschreibung. Die nächste Kickstarter-News, die ist mehr eine Ankündigung, denn das geht erst am 25.06. los. Die Rede ist von Die Macher. Von Spielbox hatte ich euch auch schon kurz mit erwähnt gehabt. Da, ich glaube, in den letzten News hatte ich erst einen kurzen Beitrag noch dazu. Und jetzt ist es zumindest klar, ab 25.06. auf Kickstarter wird die Kampagne 16 Tage laufen und dort drüber werden 900 Stück verteilt und danach wird es über Spielworks direkt nochmal 100 Stück geben, wo aber man 5 Euro ganz einfach ein bisschen Zuschlag mitzahlen muss. Was jetzt der genaue Preis sein wird, das weiß ich noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, dass das Spiel danach nicht normal Retail vorerst erscheinen wird. Da muss man wohl noch bis Ende 2020 warten, bis das dann normal Retail kommen wird. Deswegen für Leute, die es interessiert, solltet ihr da bei der Kickstarter-Kampagne schnell sein. Dann sind wir bei den Spielankündigungen und da gibt es diese Woche eine Menge. Zwei, drei sind auch noch aus der letzten Woche mit dabei, die ich aber ganz einfach so interessant fand, dass ich es hier natürlich jetzt auch mit noch bringen wollte. Wir starten mit einem Spiel, dessen Name ich wahrscheinlich falsch ausspreche. Ich versuche es trotzdem. Es heißt Marquesas. Bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall kommt das Ganze von Alley Cat Games. Das sind die, die auch Dice Hospital vor kurzem rausgebracht haben. Und die Autoren sind Luis und Stefan Malz. Also die kennt man natürlich in der deutschen Spieleszene von Rococo zum Beispiel und auch einem anderen Spiel, was ich gerade nicht auf dem Schirm habe. Auf jeden Fall, das jetzt ist ein Area Control Spiel mit Worker Placement, wobei die Worker Placement dann, oder die Worker eben in Form von Würfeln sind. Und außerdem gibt es noch Set Collection mit dabei. Die ganze Grafik, die ihr jetzt seht, ist alles noch Prototypenstatus, also ist klar, da ändert sich natürlich schon noch was mit der ganzen Illustration. Und ja, worum geht's? Die Spieler bewegen im Endeffekt sich von Insel zu Insel und versuchen dort Waren zu tauschen, also ist quasi so Eurogame, Waren tauschen hin und her, wir pick up and deliver, wir schiffen irgendwo diese Waren hin. Dabei können wir allerdings auch noch Hütten bauen, wir können auch Inseln besiedeln und unsere Kultur verbreiten.
Und ja, das Ganze soll erstmal in Q4 auf Kickstarter kommen und 2020 soll dann die Auslieferung sein. Die nächste Info ganz kurz, noch ein kleiner Nachschlag von der letzten News von Board & Dice kam ja quasi die Ankündigung, dass das Spiel Dres Megistus, Zungenbrecherspiel, würde ich sagen, rauskommt und da gibt es jetzt auch noch ein bisschen mehr von dem Spielmaterial zu sehen, wo man auch jetzt dann das Spielertableau sieht, eben ist ein Dice-Placement-Spiel, klar, da sind natürlich eben Würfel mit dabei und sieht auf jeden Fall auch schon ein bisschen komplexer aus, das Ganze. Aber gut, bei Daniele Taschini ist das, glaube ich, auch zu erwarten gewesen und ich habe es auch schon immer so gesagt. Ja, sieht auf jeden Fall echt cool aus. Das nächste Spiel, das kommt von Sit Down und das heißt House Flippers. Und das ist allerdings, ja, da gibt es erstmal noch kein Cover dazu, erstmal nur ein Teaserbild, was auf Facebook dort veröffentlicht wurde. Und worum geht es in dem Spiel? Es ist ein Echtzeit-Geschicklichkeits-Party-Spiel. Und die Spieler sind quasi Makler, die in Echtzeit Häuser verkaufen müssen, diese Häuser kaufen müssen erstmal, dann renovieren müssen und dann verkaufen, die sie natürlich wieder gewinnbringend. Und das Ganze funktioniert eben mit Sanduhren in Echtzeit, die man dann an verschiedene Slots stellt und dann eben ja, das Haus kauft, renoviert oder eben gerade verkauft. Und das Ganze ist kompetitiv und soll zur Spiel 2019 erscheinen. Das nächste Spiel, das heißt Team 3. Und das gibt es zum einen in der Green und Pink Edition und kommt von Brain Games. Und da bin ich drauf gestoßen, weil der Twitter-Account, der Ablagestapel, der auch einen Podcast quasi darstellt, dort eben ein Bild gepostet hat von diesem Spiel. Und vielen Dank auf jeden Fall auch, dass ich das Bild mitverwenden kann. Denn da sieht man ein bisschen dieses Spiel, das ist eigentlich von der Idee ganz clever. Denn das hat so diese 3D-Ubongo-Tetris-Teile, sag ich mal, die man entsprechend von einem Bauplan vorgegeben eben bauen muss. So, das hört sich natürlich jetzt recht einfach an, aber das Spannende dabei ist, ihr kennt ja diese drei Affen, wo der eine davon nichts hört, der andere sieht nichts und der andere darf nicht sprechen. Und genau so verhält sich das eben bei diesem Spiel in Form von einem Team. Also da gibt es eben quasi einen Spieler, der kann nicht reden, der andere kann nicht hören und der andere kann nicht sehen. Und trotzdem müssen sie versuchen, gemeinsam eben entsprechend des Bauplans dieses Bauwerk dort zu bauen. Und so ist es eben, dass der nichts sehen kann, der darf dann quasi bauen. Und vorher die beiden müssen quasi dann durch Zeichen, der eben nicht sprechen darf, der es aber gesehen hat, wie der Bauplan aussieht, dann weitergeben, was denn zu bauen ist. Hört sich wirklich richtig cool an und das weiter Coole daran ist, dass das Ganze auch auf Deutsch kommen wird, nämlich von Abacus Spiele. Die haben nämlich in dem unter dem Tweet von dem Ablagestapel drunter geschrieben, hier, wir bringen das im Spätsommer raus und recht coole Sache, wie ich finde. Das nächste Spiel, das ist eine Ankündigung, die ja wahrscheinlich erstmal auf Kickstarter kommen wird. Wann genau ist noch nicht klar, aber es ist ein Spiel von Cool Mini Anord, beziehungsweise Simon heißen sie jetzt eigentlich nur noch und das nennt sich Trutwang Legends. Und das ist ein Miniaturenspiel, wie hätte es anders sein können, von einem schwedischen RPG. Also Trutwang, das ist irgendwie ein schwedisches RPG-System, was es irgendwie schon länger gibt. Und das Spiel spielt quasi jetzt so ein bisschen in diesem Setting. Und ja, die Spiele übernehmen natürlich die Rolle von einem Helden. Und dann ist es auch so, dass sie eben verschiedene Aufgaben erledigen müssen. Und entsprechend diese Errungenschaften, die wirken sich dann natürlich auch auf die weitere Kampagne aus. Also das Spiel merkt sich quasi, was man vorher gemacht hat oder beziehungsweise wird beeinflusst darauf, was man eben vorher gemacht hat und es gibt eben immersive Entscheidungen zu treffen und ja, der Storytelling-Fokus ist ganz einfach recht groß bei diesem Spiel und wie gesagt, soll dann bald auch auf Kickstarter kommen. Das nächste Spiel, das kommt von Emperor S4 und heißt Trials of the Temple. Und das ist mittlerweile der Teil 4 von dieser Reihe, die ursprünglich mal mit Hanami Kochi gestartet ist. Und das letzte Spiel, was zur Spiel 2017 in dieser Reihe rauskam, war Herbalism. Und jetzt eben der neue Teil und ist ein Area Influence Spiel, wo wir eben ja, auf einer Leiste in allen drei Gebieten voranschreiten müssen. Hört sich erstmal relativ abstrakt an. Aber so ein bisschen so Zauberbuch-Thema ist noch mit dabei. Also es gibt quasi so mächtige Zaubersprüche, die wir dort sprechen können und so gewisse Kombos dann auch noch bekommen. Und sieht zumindest von dem Spielmaterial schon recht cool aus. Ist auch schon so gut wie fertig, klar, denn zur Gen Con soll das Ganze rauskommen.
Das nächste Spiel ist eigentlich gar nicht wirklich ein Spiel, aber ich möchte es trotzdem kurz vorstellen. Das kommt von Renegade Games und heißt Icarus. Und das ist eigentlich ein Rollenspiel. Und zwar, wie Renegade Games bewirbt, ein Game Master-loses Rollenspiel. Also das heißt, es gibt keinen Spielleiter und ist ein kollaboratives Storytelling-Spiel. Also kollaborativ, einfach, dass mehrere eben zusammen eine Geschichte bilden. Und es geht um eine Zivilisation, die ein riesiges, immer weiter wachsendes Monument schaffen will. Und das wird im Spiel in Form von Würfeln, die aufeinander gestapelt werden, abgebildet. Und es gibt dann eben spezielle Karten, die gezogen werden müssen, wo es so eskalierende Ereignisse draufstehen, die sich dann eben die ganzen Spieler stellen müssen. Und es darf eben dabei dieser Turm nicht umstürzen, denn dann haben die Spieler verloren. Und ja, kann auf jeden Fall ganz interessant sein, eben mal vielleicht eine andere Art von Rollenspiel. Dann habe ich mal wieder ein Partyspiel, auf das ich gestoßen bin. Das kommt von Yellow und heißt Ninja Academy. Und die beiden Autoren sind unter anderem, oder beziehungsweise drei Autoren sind unter anderem Antoine Bowser und Ludovic Montblanc. Und es ist ein Partyspiel, wo es so Ninja-Style-mäßig eben wirklich so Duell Spieler gegen Spieler geht. Und ja, da gibt es die unterschiedlichsten Aufgaben, die man dabei eben bestehen muss oder beziehungsweise schneller oder besser eben halt als der Duellpartner lösen muss. Wie zum Beispiel, dass man zuerst 5 Ninja-Figuren auf den Fingerspitzen irgendwie balancieren kann oder man packt die in eine Schachtel und muss dann durch Klappern erraten, wie viele Ninjas jetzt in der Schachtel dort drin sind. Und ja, die anderen Spieler, die gucken dann nicht nur zu, sondern die können auch noch mit auf den Gewinner wetten und da quasi auch noch mit ein bisschen ein paar Punkte bekommen. Ja, hört sich auf jeden Fall nach einem ganz netten Partyspiel an. Das nächste Spiel, auf das bin ich gestoßen, auf jeden Fall aufgrund von seiner sehr schönen Cover-Grafik. Die Rede ist von Calico und das kommt von Flatout Games. Und das ist auch das erste Spiel, was dieser Verlag veröffentlichen wird. Die haben schon ein paar mehr noch in der Mache, aber das ist jetzt das erste, was so rauskommen wird. Und das ist ein Plättchenlegespiel mit Katzen und Flicken. Also wir bauen quasi so eine Patchwork-Decke und das eben mit einzelnen Flicken. Und da sind auch noch ein paar Katzenplättchen mit, weil klar, so Katzen legen sich natürlich gerne auf so eine Decke. Und ja, die Spieler versuchen eben Plättchen entsprechend nach Kartenvorgaben hinzulegen. Also da gibt es verschiedene Vorgaben, das darf nicht oder das muss neben dem liegen, da muss das Muster herauskommen. Und ja, so legt man quasi die Plättchen hin und im Herbst soll das Ganze dann erstmal auf Kickstarter kommen. Die Würfelsiedler bekommen eine Erweiterung und die heißt Western Sea. Und ja, Sea ist natürlich klar, wir befinden uns dann auf dem Fluss, also Flusslandschaft wird quasi noch mit Einzug halten in die Würfelsiedler-Landschaftsarten und es gibt natürlich, wie sollte es auch anders sein, neue Würfel. Insgesamt sind es 17 neuen, wo auch auf einer Würfelseite dann unter anderem auch mal 2 Symbole zu finden sind und natürlich auch neue, die sich dann mit dieser ganzen Flussthematik dann auseinandersetzen und da dann eben Aktionen erlauben. Generell ist es so, dass es auch wie bei Teotihuacan der Erweiterung ja auch aus verschiedenen Modulen besteht, wobei alle Module jetzt miteinander kombinierbar sind. Man kann auch alle gleichzeitig spielen, man kann aber auch ein paar weglassen und die meisten von den Modulen sollen auch sogar solo spielbar sein. Ansonsten gibt es bei den Modulen zum Beispiel asymmetrische Startfähigkeiten und ja, außerdem viele neue Karten von den bisherigen bestehenden Kartentypen. Ja, zum Spiel 2019 soll das Ganze rauskommen. Das nächste Spiel, das sieht auch wieder richtig, richtig cool gestaltet aus und nennt sich Hats. Kommt von Thundergriff Games und ist ein Handkartenmanagement mit Set Collection und hat dabei so einen Mechanismus, wo wir eben also erstmal versuchen, die Spieler die besten Hüte zu bekommen. Und der Mechanismus ist so, dass man quasi eben immer Hutkarten tauscht. Und da gibt es so eine Auslage in der Spielmitte, wo eben auch gleichzeitig mit die Punktreihenfolge vorgegeben wird, die eben es dann zum Ende des Spiels für die einzelnen Hutsorten gibt. Und man tauscht aber eben genau mit diesen mit dieser Kartenreihe. Und somit verändert man quasi dann immer die, die Punkte, die es eben für eine Sorte gibt. Also hört sich nach einem ganz interessanten Mechanismus an. Wie ich finde, sieht eben halt auch richtig cool aus und zur GenCon soll das Ganze rauskommen. Dann geht's weiter mit Playtech Games und danach Stuffed Fables und Comanauts kommt jetzt ein weiteres Spiel mit diesem Buch, wo man quasi eben halt in diesem Buch spielt und das Ganze nennt sich Aftermath. Und es ist so, dass dabei die Spieler in verschiedene Tierarten schlüpfen und das kann zum Beispiel sein eine Maus, ein Hamster, ein Meerschwein oder auch eine Wühlmaus.
Die haben natürlich individuelle Fähigkeiten und auch persönlich unterschiedliche Ziele. Ja, und ich sag mal, die Welt ringsrum, die sieht halt schon ziemlich düster aus und es ist so, dass die Spieler eben versuchen, Ressourcen in dieser zerstörten Welt zu finden und wieder dann zurück zu dem Bau zu bringen, damit dann eben dort Gebäude gebaut werden können. Und insgesamt gibt es über 20 Hauptmissionen, es gibt noch ein paar Nebenmissionen und ja, im Herbst soll das Ganze dann rauskommen. Weiter geht es mit einer Neuheit von Repost Production, die man schon Ende Mai auf dem Asmodee-Event sehen konnte. Die Rede ist von Last Bastion, ein Spiel von Antoine Bauzer und ist quasi so ein bisschen der geistige Nachfolger von Ghost Stories. Habe ich persönlich nie gespielt, kenne ich nur vom Namen her und es ist ein kooperatives Spiel und wie gesagt, der Christoph zum Beispiel von der Brettspielbox, der hat das auf diesem Asmodee-Event schon gesehen und von dem ist auch das Foto von dem Prototypen. Man sieht, die Covergrafik ist noch nicht final und vom Spielplan sieht man allerdings auch schon ein bisschen was und ja, vom Setting her befinden wir uns jetzt im Mittelalter, wobei das jetzt eher so Fantasy-mäßig Mittelalter ist, also nicht jetzt mit realen Charakteren von damals. Ja, zur Spiel 2019 soll das Ganze rauskommen. Bleiben wir kurz bei Asmodee, denn die haben jetzt die deutsche Version von Outer Rim, also quasi das neue Spiel im Star Wars-Universum, wo die Spieler die Rolle von so einem Unterweltler übernehmen und da quasi unterschiedliche Aufgaben oder eher so in eine verschiedene Richtung gehen können. Also sie können zum Beispiel Kopfgeldjäger sein oder eben halt auch andere Berufungen nachgehen und ist wirklich recht cool, wie ich finde. Und das Ganze wurde eben jetzt auf Deutsch angekündigt und soll demnächst auch schon erscheinen. Gab es kurze Verzögerung, hatte ich glaube ich schon in den letzten News gebracht. Und man kann es allerdings jetzt sogar auch schon im Handel vorbestellen. Dann bin ich auf ein Spiel gestoßen, was von Snowdale Design kommt und das nennt sich Lands of Galsure und das spielt in derselben Welt wie Tal der Kaufleute, also dieses kleine Kartenspiel, was der Schwerkraft Verlag auf Deutsch rausgebracht hat. Dale of Merchants heißt das Ganze im Englischen und es gibt auch ein paar Parallelen dazu. Klar, wenn es in dieser Welt schon spielt und es ist ein kooperatives Abenteuerspiel, wo man eine offene Welt erkunden und eben eine Geschichte erleben muss und dort Entscheidungen treffen muss, die sich natürlich dann auch wieder auf spätere Ereignisse dann auswirken. Man kann dort auch speichern, also Seven Continent-Style-mäßig eben halt einfach Spielstand sichern und dann irgendwann fortsetzen, weil halt eben Open-World-Szenario. Und für 1 bis 4 Spieler ist das Ganze gedacht, 2020 soll es rauskommen und auf der Spiel 2019 kann man das schon mal anspielen. Dann machen wir einen Switch thematisch zu Arkham Horror, dem Cthulhu-Universum. Da gibt es etwas Neues zum Arkham Horror-Kartenspiel. Da ist mittlerweile jetzt der 5. Zyklus angekündigt worden und der nennt sich Dream Eaters und der bringt natürlich auch mal etwas ganz Neues mit und zwar ist es jetzt so, es gibt 2 Kampagnen in diesem Spiel, also die Starterbox, die hat quasi jeweils ein Szenario von der einen Kampagne und ein Szenario von der anderen Kampagne und mit den Mythos Packs, also mit 3 weiteren Mythos Packs, bildet man quasi dann die eine Kampagne, die dann aus 4 Szenarien besteht. Und mit 7 weiteren Mythos-Packs oder auch mit denen, die da schon in der anderen Kampagne mitverwenden, bin ich mir nicht ganz sicher, bildet man eine Kampagne, die aus 8 Szenarien besteht. Und da gibt es quasi eben unterschiedliche Handlungsstränge. Der eine ist eben, dass man die Gruppe von Investigators spielt, die sich jetzt in den Traumlanden befinden und dort unterwegs sind. Oder man spielt jetzt dann eben die Gruppe von so Gehilfen von den Investigators, die aber zurückgelassen wurden in der sogenannten Waking World. Ja, hört sich echt cool an, gibt natürlich ansonsten auch noch ein paar weitere Karten. Klar, dass natürlich da ein bisschen mehr Stuff mit dabei ist. Also, ja, zu Q3 2019 soll das Ganze dann rauskommen. Ja, dann war jetzt ist gerade aktuell noch, glaube ich, so ein bisschen am Laufen, die Origins Game Fair, aber ist quasi schon so gut wie zu Ende. Da hat man ein bisschen was gesehen, was möchte ich euch davon nicht vorenthalten und zwar konnte man dort einen Prototypen von dem Copenhagen Roll and Ride sehen. Und ja, das Spiel habe ich erst vor kurzem auf dem Bibelwochenende, also das große Brettspiel quasi gespielt und es ist noch nicht jetzt der finale Name, kann sich auch noch mal ein bisschen was dran ändern, aber Mechanismus bleibt ähnlich, klar, nur jetzt übernehmen die Würfel eben quasi das Bestimmen, wie viel farbige Teile man dann eben nehmen kann. Tetris-Teile bleiben auch gleich. Und man muss wieder Häuserfassade vollpuzzeln und dann natürlich dann durch das Füllen von waagerechten und senkrechten Linien dann wieder Punkte generieren.
Ja, zur GenCon soll das Ganze rauskommen, also ist ja auch schon bald und ich denke mal, so viel sollte sich da jetzt nicht mehr ändern und vor allem sollte sehr bald mal den Namen festlegen. Das nächste, das ist eigentlich nur ein ganz kurzes Bild, was ich euch zeigen möchte und zwar von Restoration Games, die haben das getwittert. Da ist zu sehen, die Neuauflage von Dune, Gale Force 9, haben da ja irgendwie auch noch die Finger mit im Spiel. Und das sieht halt wirklich richtig cool aus. Auf der Origins Game Fair konnte man das Ganze jetzt eben dann auch spielen, eben die aktuelle Version. Ich weiß gar nicht, wann das Ganze rauskommen soll, habe irgendwie kein Erscheinungsdatum mehr jetzt gefunden. Wollte es ganz einfach mal zeigen, sieht richtig cool aus, bin ich echt gespannt, wann das Ganze dann rauskommen wird. So, dann geht's weiter. Wir haben es bald geschafft mit den Spielankündigungen. Ich habe es ja gesagt, sind dieses Mal einige Arctic Scavengers. Den einen oder anderen könnte das vielleicht etwas sagen, denn das ist ein Deckbuilding-Spiel, was Rio Grande Games bereits 2009 rausgebracht hat und schon eben ein bisschen älter ist. Und da, worum geht es überhaupt? Es geht um so postapokalyptisches Setting und die Spieler sind eben Anführer von einem Stamm. Und natürlich die Ressourcen und Medizin und so weiter und so fort, das ist alles knapp und die Stämme kämpfen ganz einfach ums Überleben und behaken sich dann natürlich gegenseitig und versuchen eben die Ressourcen dann für sich zu beanspruchen. Und es ist so, dass davon jetzt eine deutsche Version rauskommen wird und zwar der Altenburger Spielkartenverlag, also ASS, was ja sowieso auch mit schon Vertrieb von Rio Grande Games ist, soweit ich mich da erinnere, kann ich mich auch täuschen, egal. Auf jeden Fall bringen die jetzt eine deutsche Version raus und auf der BerlinCon kann man da schon ein Demo spielen und ab 1. August soll das Ganze dann auch im Laden stehen und außerdem die deutsche Version soll auch noch 3 zusätzliche Stammesführer, die es ursprünglich in der englischen Originalversion nicht mit in der Basisversion gab, mit enthalten. Dann zu God of War wird es eine Kartenspielversion geben. Von Simon wird das Ganze erscheinen und es ist ein kooperatives Deckbaukartenspiel. Ich sag mal, Arkham Horror LCG lässt grüßen. Es geht darum, eben die Zerstörung von Midgard zu verhindern. Also wir befinden uns in dem Wikinger-Setting. Es geht um die ganzen Krieger, Helden und die Spieler schlüpfen quasi auch in die Rolle von diesen Helden in diesem Universum. Und jedes Szenario ist dabei so eine Art Mosaik aus verschiedenen Karten, die dann zusammengelegt werden, die sind doppelseitig und je nachdem, ob man jetzt an den Ort vielleicht schon irgendwie zerstört hat oder der zerstört wurde, wird dann eine andere Seite, eben die Rückseite genommen und entsprechend gibt es auch noch Regeln, die auf jedem Ort dann eben noch mit bestimmt sind und die Spieler müssen ganz einfach eine Strategie finden, eben so ein Szenario zu bestehen. Ja, sieht auf jeden Fall schon mal ganz interessant aus. Weiter geht's mit einem neuen deutschen Verlag, der sich wohl jetzt vor kurzem gegründet hat, nennt sich Wormgold. Und der bringt zur Spiel 2019 gleich mal 2 Spiele raus. Das erste Spiel ist ein Uwe Rosenberg und das heißt Robin Loxley und ist ein 2-Personen-Spiel mit Rennspielcharakter. Und ja, es ist so, dass eben Schatzteile gesammelt werden müssen und diese Schatzteile versucht man eben davon gleichartige zu sammeln und diese dann entsprechend zu verkaufen und die bekommt man, wenn man sich mit seiner Figur in so einem 5x5 Raster bewegt, wo aber außenrum noch immer so kleine Aufgaben stehen. Also man muss irgendwie so Aufgaben erfüllen, um quasi dann dieses Teil dort nehmen zu können. Und sieht auf jeden Fall schon mal ganz vielversprechend aus. Der zweite Titel, um gleich da beim Thema zu bleiben, nennt sich Drachensachen von Wormgold. Und das ist ein Kartenablagespiel und da ist es so, dass man eben immer eine größere Karte legen muss als die, die gerade gelegt wurde. Und jede Runde ändern sich allerdings dabei die Regeln. Und es kann auch sein, dass Regeln verschwinden. Also Flux lässt ein bisschen grüßen an der Stelle. Bin ich ganz gespannt. Wo ich auch relativ gespannt drauf bin, das ist die letzte Spielankündigung jetzt. Und zwar ist das Cities Skylines. Und zwar das kommt von Cosmos. Der Autor ist Rustan Hackinson und das ist eine Adaption von dem bekannten Computerspiel und es ist ein kooperatives Städtebauspiel. Also ein Computerspiel ist noch kompetitiv, jetzt Brettspiel kooperativ. Es gibt mehrere Szenarien dort zu spielen und es geht quasi Schritt für Schritt immer voran. Und ja, die Spieler müssen Wohngebiete, Gewerbegebiete und Industriegebiete aufbauen, müssen allerdings dabei eben auch immer mit auf die Umwelt achten, Kriminalität, Verkehrsfluss und Bildung. Das Ganze muss mit berücksichtigt werden. Und in Form von Tetris-Teilen wird das Ganze dann auf so einen riesen Spielplan platziert. Zur Spiel 2019 soll es erscheinen.
Dann sind wir auch endlich bei den Apps angekommen und da möchte ich euch auf eine App hinweisen, die eigentlich schon ein bisschen länger draußen ist. Genauer gesagt, seit April habe ich allerdings erst jetzt entdeckt. Die Rede ist von Mystic Veil, die App-Umsetzung. Und da sind eben jetzt die Erweiterungen seit dieser Woche mit dort verfügbar. Deswegen bin ich jetzt erstmal noch wieder drauf gestoßen. 5,49 € kostet das Ganze für iOS, 5,99 € für Android. Ungewöhnlich. Normalerweise sind die Android-Versionen immer günstiger. Und im Wesentlichen ist es allerdings ein Singleplayer-Spiel. Es gibt allerdings auch einen Multiplayer-Modus, der nur synchron ist. Also es gibt keinen asynchronen Multiplayer-Modus. Hat man sich schon ein paar Mal beschwert in den Kommentaren darüber. Aber gut, ich packe euch mal die Links zu den beiden Stores in die Videobeschreibung. Dann sind wir auch schon bei im Laden. Da gibt es diese Woche nicht viel, außer nur eben zwei Spiele, die ich dort erwähnen kann. Und zwar Zug um Zug London. Die kleine Zug um Zug-Version ist jetzt verfügbar. Und außerdem Gen 7, das Crossroads-Spiel. Und ja, der Krimi-Stefan und Julian-Stefan von Spiel doch mal und auch Georgios von Spielbar, die haben das auf dem Bibelwochenende quasi durchgesuchtet. Also die haben das teilweise bis nachts um 2 gespielt und waren eigentlich ganz angetan. Der Stefan hat ja auch seine Rezension dazu schon veröffentlicht. Die packe ich euch nochmal in die Videobeschreibung. Scheint wohl eben wirklich recht gut angekommen zu sein. Dann sind wir auch schon bei den sonstigen Sachen und dort macht den Beginn die aktuell laufende Fußball-Frauen-Weltmeisterschaft. Und ja, der gute Harald Schrapers hat nämlich auf Twitter dort einen Artikel geteilt, wo man sieht, dass die brasilianische Frauennationalmannschaft mit einer Spieleschachtel unterm Arm umherrennt, also eben halt eine Spielerin davon. Und das war Dixit. Und er hat natürlich gefragt, was die DFB-Frauen denn spielen. Da gab es jetzt keine Antwort, soweit ich das gesehen habe. Aber wollte ich euch ganz einfach mal zeigen, coole Sache, dass ja, eben die Fußballerinnen dort mit Dixit rumlaufen. Dann eine kurze Info von der Spiel. Da wurde jetzt bekannt gegeben, dass es dieses Jahr am Mittwoch der Spielwoche quasi nicht die Verleihung des Deutschen Spielepreises und Innenspiels wie in den vergangenen Jahren gibt, sondern da wird es so eine Game Preview Night geben, wo eben Blogger und Spieler bereits Spiele vorab anspielen und testen können. Das Ganze wird eben halt auch bis um 1, glaube ich, die Nacht gehen. Und man kann dort eben halt schon vieles ausprobieren und die Verleihung des Deutschen Spielepreises und Innospiel verschiebt sich dann auf den Donnerstag und wird quasi dann dort stattfinden. Bin ich mal gespannt. Ich hoffe, ich schaffe es irgendwie dorthin zu kommen. Wäre auf jeden Fall ganz cool, würde ich mir gerne mal anschauen, wie das Ganze dann ablaufen soll. Dann eine Business News, die aber gar nicht so Business ist, denn für Spieler ist es durchaus, denke ich, auch relevant. Und zwar Horrible Games haben diese Woche bekannt gegeben, dass sie in Zukunft wieder mit dem Heidelberg Games Studio zusammenarbeiten, beziehungsweise Studio ist eigentlich falsch, denn das ist ja jetzt wieder ein eigenständiger Verlag. Und ursprünglich hatten die ja auch mit dem Heidelberger Spielverlag eben schon zusammengearbeitet und jetzt ist es rausgekommen eben, dass Heidelberg Games die Lokalisierung und eben halt auch den Vertrieb, glaube ich, mit übernehmen wird und deswegen ist natürlich auch klar, warum Alone bisher noch nicht bei Asmodee erschienen ist und auch warum Railroad Inc. so lange jetzt auch schon irgendwie vergriffen ist. Also ich, ja, das wird wohl mit der Grund gewesen sein. Bin ich gespannt, ob vielleicht noch irgendwie ein paar andere Verlage, die früher auch bei Heidelberger unterwegs waren, dem folgen werden. Dann gibt es mal wieder einen neuen Brettspiel-YouTube-Kanal, auf den ich euch hinweisen möchte. Da gibt es noch gar nicht so viel zu sehen, außer den Kanaltrailer, aber ich möchte euch schon mal den zeigen. Und zwar ist die Rede von dem Brettspiel-Professor. Und ja, wenn man sich das ganze Video schon mal anschaut, beziehungsweise genauer gesagt den Kommentarbereich, dann ist es wohl recht klar, es ist ein Lehrer, denn in den Kommentarbereich sind offensichtlich viele Schüler von ihm schon auf dieses Video gestoßen, haben dort fleißig kommentiert. Ganz lustige Sache auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was da in Zukunft dann noch an Content rauskommen wird. Und ja, packe euch natürlich den Link zu dem Kanal in die Videobeschreibung. Und zu guter Letzt ist jetzt doch ein bisschen länger geworden wieder die News-Folge. Da möchte ich euch noch auf eine Charity-Aktion hinweisen und zwar von der Svetlana von dem Boardgame-Digger. Die hat nämlich einen einen Charity-Wandkalender 2020 entworfen und mit dabei sind viele YouTuber, die eben da eben ja, ganz einfach mitgemacht haben und sich für die gute Sache mit einsetzen, denn der Erlös soll an das Kinderhospiz und an einen Verein zur Unterstützung krebskranker Kinder gespendet werden. Und 15 € kostet der ganze Kalender. Der wird auch auf der BerlinCon mit vertreten sein.
Und ansonsten packe ich euch mal den Link in die Videobeschreibung, wo ihr den bestellen könnt. Finde ich wirklich eine sehr schöne Aktion. Deswegen wollte ich euch das natürlich gerne mitteilen. So, das war es dann jetzt aber auch endlich mit den Spielleiter-News für die Grafik 24. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal für das Support, auch für die letzten Spielleiter-News, die mit 124 Daumen nach oben, glaube ich, wirklich den absoluten Rekord bisher jetzt gebrochen hat. Vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich auf jeden Fall schon wieder auf die nächste Folge und sage Tschüss, bis dahin.